eine richtig krasse Mod installiert und machen hier ein Baubattle. Seid ihr auf deiner Seite? Ich gehe hier hin. Und zwar, Leute, hatten wir schon letztes Mal so eine ähnliche Mod, aber heute ist sie noch mal viel krasser. Seht ihr schon die ganzen Blöcke, die wir haben? Ich muss hier noch mal ein paar Blöcke rausholen. Zack. Wir werden heute versuchen, die krasseste Base ever zu machen. Sag ich dir nicht, Junge. Sag doch. Nein. So, Leute, es wird jetzt richtig verrückt. So, das hier ist der erste neue Block. Lass ihn mal gucken. Ente, kennst du den schon? Diesen Block auf Infinity? Welcher? Der soll irgendwie unendlich sein. Lass mal gucken. Der ist einfach nur schwarz. Der macht doch gar nichts. Ich weiß, aber wenn du dann diese Tür platzierst, Infinity Door, oha, da geht's richtig ab, glaube ich. Was bringt das hier? Verstehe ich noch nicht ganz, aber egal. Denn Leute, ihr seht jetzt vielleicht noch gar nicht so viel, aber wenn ich jetzt mal die Blöcke abbaue und hier rausfliege, guck mal, wir haben eine neue Dimension. Das ist viel zu krass, Junge. Boah, warte, ich hab's auch, Mann. Und die andere Mod von letztes Mal können wir auch sogar noch benutzen. Das ist auch noch viel zu heftig. Diesmal weiß ich, wie ich die besser benutzen kann. Leute, werdet gleich staunen, was hier abgeht. So, das funktioniert wieder auch super. Was bauen wir überhaupt? Ja, wir versuchen die krasse Base irgendwie zu bauen und ein paar Tricks und so. Oha, ja, aber let's go. Let's go. Oha, Leute, ihr seht das auch nochmal hier. Wenn ich von der Seite komme, sieht das hier sogar zu mal aus. Warte, ich kann hier einfach durchgehen. Zack. Und kann hier sogar nochmal durchgehen, wenn ich will. So oft, wie ich will. Irgendwie passiert hier gar nichts. Aber wenn ich mich jetzt umdrehe und dann hier reingehe, oha, bin ich in einer anderen Dimension. Und ich will jetzt erstmal die Blöcke lieber zu Holz ersetzen, glaube ich. Damit man hier besser erkennt, was hier ist. So, Leute, jetzt sieht man doch schon ein bisschen besser, oder? Wie groß der Raum ist ungefähr. So, und hier haben wir noch die andere Mod. Hier will ich das jetzt machen, Leute. Ihr werdet staunen. Erstmal kann man das hier komplett abbauen. Zack. Und wenn ich jetzt diesen Block hier nehme, guck mal, jetzt wird es richtig krass, Leute. Was baust du gerade? Hörte gar nichts, wirklich gar nichts. Sag doch. Nein, Mann. Ich muss es richtig hinbekommen, Leute. Es wird, glaube ich, nicht so einfach. Oh, ich hoffe, das sieht dann nicht so verbuggt aus oder so. Komm schon. Okay, dann muss ich das leider anders machen. Aber egal, ist kein Problem. Aber Leute, ihr merkt schon, die Mod ist hier komplett verrückt. Ich kann jetzt wieder hier durchgehen. Jetzt bin ich auch wieder irgendwo anders. Aber also, wie weit bist du schon, Junge? Hey, Junge, ich baue gerade. Aber ich brauche doch ein bisschen. Weil ich denke, du weißt, wie ich es mache. Ich mache es heute richtig krass. Ich will ja sowas Unendliches bauen. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. So, hier muss auch nicht so viel Raum sein. Ich mache erstmal so ein bisschen zu. Okay, Leute, das habe ich jetzt bis jetzt gebaut. So, guck mal, man kann hier durchgehen. So, und dann kann man, glaube ich, hier nochmal durchgehen. Aber wenn man hier genau hinguckt, hier ist das noch nicht. Das ist so verwirrt. Da kann man hier wieder durchgehen. Und jetzt bin ich gerade dabei, was zu machen. Dass man wieder hier hingeht und dann wieder hier durch. Leute, das ist so dumm. Und noch richtig verwirrt. Aber ich glaube, wenn es fertig ist, werdet ihr es gut erkennen, was ich hier machen will. Ich kann das ja schnell fertig bauen. Aber wie weit bist du schon? Ich habe noch gar nichts von dir gehört. Hey, ich bin schon mega weit. Als ob. Ja, Mann, ich bin schon fast fertig. Du bist schon fast fertig, als ob. Ich muss mir richtig Mühe geben. Ich hoffe, du wirst dann hier auch reinfallen, was ich hier baue. Bin ich echt gespannt, ob das hier klappen wird, Leute, was ich hier vorhab. Dann muss man da gleich nach unten. Leider weiß ich gerade nicht, wie ich das unendlich machen kann. Ich weiß nicht. Ich finde das gerade irgendwie viel zu schwer. Vielleicht hättet ihr ja eine Ahnung, wie man das unendlich machen könnte. Aber ich glaube, so wie ich das jetzt gleich baue, wird das, glaube ich, auch schon richtig krass sein. So, das ist jetzt fertig. Dann gucke ich jetzt mal. So, also, okay, das muss jetzt mal zugemacht werden hier. Zack. Okay, jetzt auch mal ganz von Anfang. Man kommt hier rein, okay? Dann kann man hier durch. Dann kann man hier hoch. Dann kann man hier lang. Dann kann man hier wieder runter. Und dann ist man wieder... Leute. Guck mal, das geht jetzt unendlich gefühlt. Jetzt kann man die ganze Zeit hier runtergehen. Wie krass ist das hier? Oha, als wäre das Haus unendlich groß gefühlt. Hoffentlich kommst du da nicht mehr raus. Doch, man kommt hier raus. Aber Leute, seht ihr das? Wie unendlich das jetzt ist? Viel zu krass gerade. Als ob das wirklich so funktioniert, finde ich viel zu heftig. Okay, nice. Und hier kommt man dann wieder raus. Okay, den Rest würde ich jetzt lieber auch lieber alles hier durch Holz ersetzen, glaube ich. Weil man erkennt hier wirklich echt nichts. So, ich mache das jetzt hier ein bisschen alles schöner. Guck mal, jetzt erkennt man auch schon mehr. Boah, ich hab was voll Nices gebaut. Als ob, Junge. Ich habe Angst, wenn ich jetzt hier die Blöcke hier abbaue, ob die Welt dann... Ich weiß nicht, was... Nein! Wie komme ich zurück? Hallo? Oh, oh. Nein. Ente, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich zurückkomme. Als ob du nicht zurückkommst. Nein. Ich glaube, ich bin jetzt gefangen. Oh, oh. Das war nicht geplant, Leute. Jetzt bin ich hier in der neuen Dimension. Wie komme ich zurück? Verdient, Mann. Das hast du so verdient, Alpha. Oh, nein. Okay, dann müssen wir gleich mal zuerst angucken, weil ich weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme. Nein. Du kommst auch nicht mehr raus. Ah, da
dann kriegen wir schon hin, Junge. Oh nein. Ich habe echt keine Ahnung mehr, was ich jetzt machen kann, Leute. Ich bin wirklich am Ende, glaube ich, jetzt. Ich bekomme dein Zimmer, oder? Wenn du nicht mehr kommst, Bro. Hey, guck mal, steht das Portal noch? Hey, das steht noch ein Portal, ja. Kann man da durchgehen? Hä? Ich glaube, mein Portal funktioniert immer noch, aber irgendwie ist es jetzt hier verbuggt. Hast du es rausgeschafft? Ja. Nice, Mann. Aber kommt irgendwie nicht mehr zurück, das verstehe ich nicht. Egal. Nicht so schlimm. Also, kommt man hier rein, alles gut. Jetzt mache ich doch schnell das Haus hier fertig. So, so ist okay. Und hier mache ich dann einfach Glas hin. Weil wie es hier aussieht, ist gerade eh nicht so wichtig. Nur was ich hier präsentieren will, ist das Wichtigste. Da hier oben, das können wir auch noch schnell zumachen, ist okay. Aber ich bin so gespannt, wie deins aussehen wird. Hey, was, wie meins aussehen? Ja. Das will ich sehen, Mann. Bestimmt wird deins auch richtig krass sein. Aber niemals so krass wie meins. So, ich komme nicht mehr zurück, ist okay. Aber ich kann halt die ganze Zeit hier hin und her gehen. So, Leute, hier ist das Unendliche. Das ist hier die krasse Funktion von meinem Haus. Okay, wie komme ich zurück? Hier lang? Okay, Ente, bist du fertig? Ich bin fertig. Okay, guck dir mal an, Ente. Hey, ist doch gar nichts, oder? Ja, nur dieses kleine Portal hier. Als ob, kann man dran. Lol, was ist da drin? Aber warte, wie kommen wir wieder zurück? Warte, ich mache immer über Spawn Point. Hä, das ist weg, was? Ja, du kommst nicht mehr zu... Aber ich sehe dich noch, Junge. Hä, als ob. Wo bist du? Wo ist Ente, du bist da gefangen. Hallo, wie komme ich hier raus, Mann? Egal, ja, so, jetzt bin ich da. Was geht? Ente, wo bist du? Hey, ich laufe gerade durch den Labyrinth durch. Guck mal, wenn du jetzt hier lang gehst, hey, komm ich mit. Ich verstehe das nicht. Warte, komm mit. Komm ich da wieder raus. Man kann hier und jetzt musst du nach rechts gehen. Ja, jetzt fliegt man hier unendlich nach unten. Jedes Mal nach rechts gehen, wenn du runterfällst. Ich kapiere das nicht. Wie komme ich hier raus, Mann? Nie wieder, Junge. Du bist hier gefangen beim Haus. Du machst meinen Kopf kaputt, Alter. Das ergibt doch gar keinen Sinn, was hier gerade passiert. Hey, das ergibt echt keinen Sinn. So, hier kommen wir wieder raus. Wie kommen wir zurück? Ich glaube, es gibt nur einen Weg. Zack. Okay, lass uns Salz angucken gehen. Ich bin bereit. Das ist so krass, Alter. Das hat mich so geschickt. Ja, Mann. Okay, jetzt sind wir bei deinem. Oha, du hast sogar ein Haus außenrum gemacht. Ja, schau dir mal mein Haus an. Oha, richtig nice, Mann. Sieht aus wie ein Profi-Base. Spaß, richtiger Noob hier. Egal. So, lass uns das mal angucken gehen. So, ich bin gespannt. Hä? Wo ist hier die Mods? Hey, was? Hä, das sind die Mods. Ich hab unter dem Bett ein geheimer Himmel versteckt. Let's go. Ah, ich dachte schon, was ist hier los? Ah, jetzt kann man hier runter, als ob. Hier ist Portal und das Portal. Oha, was ist das denn für eine Geheimbase? Hey, warte mal, ich kann hier durch. Okay, kann man die ganzen Dias lagern. So, erstmal alle Dia-Blöcke hier platzieren. Zack. Okay, jetzt können wir zurück in deine Base. Dann kann man... Oha, da ist doch eine Base, oder was? Lass mal versteckt spielen. Schau einfach. Oha, was hast du hier gebaut, Ente? Ich verstehe ja gar nichts mehr. Ich weiß auch gar nicht, was abgeht. Du hast ja voll viele Dimensionen jetzt hier gemacht. Die... Oha, nein, das ist nicht wahr, oder? Junge, warte. Das ist voll verwirrend, Alter. Oha. Man könnte so einen unendlichen Türraum bauen. Das wird ja niemals aufhören. Wie kommt man zurück? Hey, ich weiß es nicht. Dann findest du gar nichts mehr zurück. Warte mal, ich baue mir hier kurz die Blöcke ab. So, hier verstehen wir jetzt, Leute, wie das funktioniert. Hier ist dein kleiner Kasten. So. Und da drin sind hier alle Portale. Hey, Mann, das ist so krass. Und hier kommt meine neue Portale jetzt mal. Wenn ich das wieder abbaue. Nein, ich komme nicht mehr zurück. Hey, was denn so? Endlich, du bist eingesperrt. Nein, Leute, ich komme nie wieder zurück. Lasst ein Like da, lasst ein Abo, das schaut am Ende vorbei. Oder würde ich sagen, tschüss. Ciao.